könnte ein Musiker sein, es könnte auch ein Redner sein. Im Kopf ist nicht viel drin, ein ziemlicher Hohlraum. Vielleicht war es doch ein Sänger. Belling ist ja sowieso jemand, der für die 20er Jahre und für das, was man an Ästhetik und Bildhaftigkeit irgendwie mit den 20er Jahren verbindet. Dieser Kopf, finde ich, ist eher untypisch, weil wenn ich an Dinge von Belling denke, fallen mir eher so die Geschichten ein, wie dieser Metallkopf, der ja wesentlich später entstanden ist als das hier und auch, würde ich mal sagen, gefälliger ist. Und das ist wiederum das Erstaunliche bei Belling, dass er sich in gar keine Schublade stopfen lässt und alles, was er macht, irgendwie anders ist, als man das erwartet, wenn man irgendwas anderes von ihm gesehen hat. Also ich meine, was hat man 1919 für Bilder und für Skulpturen gezeigt? Das war ja fast haarscharf noch an der Kaiserzeit vorbei. Und er hat in dieser Zeit, in der alle sehr, sehr, sehr figürlich noch gearbeitet haben, Geschichten gemacht, wie die, die hinter mir stehen, den Dreiklang. Also Bilder, die man nicht von vorne betrachtet, sondern um die man herumgehen kann, was wohl ohnehin ein großes Thema bei Belling war. Vor 1933 hat er also diese Max-Schmeling-Figur geschaffen, die dann auch prompt in einer großen, prachtvollen Ausstellung in den Kunsthallen in München ausgestellt worden ist, zur deutschen Kunst. So. Parallel, glaube ich, im selben Jahr gab es die Ausstellung Entartete Kunst und da war der Dreiklang und dann die eben von mir so hochgelobte Maske ebenfalls ausgestellt. Also er war überall vertreten. Was ihm wahrscheinlich nicht gepasst hat, das war dann auch der Grund, warum er Mitte der 30er Jahre schon Deutschland verlassen hat, weil er hier mit diesem ganzen Verein nicht mehr klarkam und dann nach Istanbul ging, wo er dann, glaube ich, bis Mitte der 60er Jahre auch tätig war und dann irgendwann wieder zurück nach München ging.